Hallo zusammen und willkommen. Immer mehr Menschen setzen auf Lebensmittel ohne Kohlenhydrate und ohne Zucker. Diese spezielle Ernährungsform wird in der englischen Sprache auch Low Carb oder No Carb genannt. Anhänger der Low Carb Ernährung geht es vorwiegend darum, auf zuckerhaltiges, ungesundes Junkfood wie Hamburger, Cola, Limonade und Pommes zu verzichten. Wir stellen dir heute die 7 besten Lebensmittel ohne Kohlenhydrate und ohne Zucker vor. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Beantworten wir zunächst die Frage, was bringt der Verzicht auf Kohlenhydrate und Zucker? Durch den Verzicht von Kohlenhydrate und Zucker kannst du die Pfunde purzeln lassen und verschiedenste Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit oder Arthritis aktiv vorbeugen. Dein Stoffwechsel- und Blutzuckerkreislauf wird verbessert und du wirst dich aktiver und gesünder fühlen. Jedoch viele Menschen fragen sich, was kann ich noch essen, wenn ich nur noch Lebensmittel ohne Kohlenhydrate und ohne Zucker essen kann? Die Antwort ist ganz einfach. Ersetze die zuckerhaltigen Speisen in deinem Alltag durch Lebensmittel ohne Zucker und Kohlenhydrate und du wirst am Ziel sein. Kommen wir aber nun zu den Top 7 Lebensmitteln, die dir dabei helfen, deine ersten Schritte zu gehen. Nummer 1. Eiweißbrot. Die meisten Menschen haben ganz am Anfang Probleme, das Brot zu ersetzen. Etwa 100 Gramm normales Roggenmischbrot enthält etwa 40 Gramm Kohlenhydrate. Ernährst du dich dagegen künftig mit Eiweißbrot, so enthalten 100 Gramm gerade mal 14 Gramm Kohlenhydrate. Im Netz findest du eine Vielzahl von Rezepten, wie du dir selbst ein leckeres Eiweißbrot fast ohne Zucker und fast ohne Kohlenhydrate backen kannst. Nummer 2. Butter. Ab dem Zeitpunkt, wo du das Brot bereits ersetzt hast, wird alles einfacher. Schließlich enthält pure Butter ohne pflanzliche Öle keine Kohlenhydrate und kein Zucker. Ebenso enthält gewöhnliche Butter viel Vitamin A, was gut für deine Augen, dein Haar und deine Haut ist. Nummer 3. Käse. Wie wäre es, wenn du dir jetzt gleich ein leckeres Low-Carb-Brot mit Butter und Käse machst? Käse ist das perfekte Lebensmittel ohne Kohlenhydrate und ohne Zucker und ist zudem reich an Vitamin A, D, E und K2. Diese Vitamine benötigt der Körper für den Aufbau deiner Knochen, Nägel und Zähne. Nummer 4. Huhn. Nun kannst du ja nicht nur jeden Tag Brot essen. Wie wäre es, wenn du dir zum Mittagessen ein leckeres gebratenes Hühnchen zubereitest? Hühnerfleisch ist reich an Eisen, Protein, Calcium, Kalium sowie B-Vitaminen und soll somit die Funktion deines Herzens unterstützen. Nummer 5. Kokosöl. Das Hühnchen kannst du mit gewöhnlichem Kokosöl braten, was ebenso ein natürliches Lebensmittel ohne Kohlenhydrate und ohne Zucker auskommt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ölen enthält Kokosöl viele natürliche Fette. Somit ist Kokosöl eine viel gesündere Alternative als industriell hergestellte Öle, die dein Körper schlechter verarbeiten kann. Nummer 6. Grünkohl. Als Beilage zum gebratenen Hühnchen eignet sich eines der gesündesten Lebensmittel ohne Kohlenhydrate und ohne Zucker. Und das ist der Grünkohl. Schließlich enthält kaum ein anderes Lebensmittel so viele Nährstoffe wie der Grünkohl. So ist der Kohl reich an Vitamin A, C, E, K sowie den B-Vitaminen. Ebenso enthält der grüne Kohl Eisen, Calcium, Magnesium, Zink und Eiweiß. Dem Grünkohl wird von Ernährungsexperten eine antioxidative Wirkung nachgesagt. Das wiederum beugt dem Körper Entzündungen vor. Nummer 7. Grüner Tee. Zu deinem leckeren Hühnchen mit Grünkohl als Beilage kannst du gerne noch eine Tasse grünen Tee trinken. Grüner Tee enthält ebenso keinen Zucker und keine sonstigen Kohlenhydrate. Er ist reich an Antioxidantien und Chlorophyll, was gut für deine Zellen und deinen Stoffwechsel ist. Unser kurzes Fazit. An diesen eben vorgestellten einfachen 7 Lebensmitteln kannst du sehen, wie einfach es sein kann, mehr Lebensmittel ohne Kohlenhydrate und vor allen Dingen ohne Zucker in deinen Alltag einzubauen. Mit etwas Recherche wirst du noch viele weitere geeignete Lebensmittel finden, um das Junkfood endlich aus deinem Leben zu streichen. Dies ist nicht nur gut für die Pfunde, sondern führt auch zu einer nachhaltigen, gesünderen Lebensweise. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.